Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Das letzte Mal sind wir das erste Mal persönlich auf Santo gestoßen, der uns zurück in die Wolfgestalt verbannt hat und auch Midna ins Reich des Lichtes gebracht hat, wie man hier so ein bisschen sehen kann, was ihr allerdings nicht sehr gut tut, denn sie ist ein Wesen des Schattens und Schatten braucht halt leider nur mal Schatten. Das sind die Fische, die an Land sind, denen geht's dann einfach nicht wirklich gut. Von dem her schauen wir, dass wir Zelda finden, denn laut dem Lichtgeist kann nur Zelda uns beiden helfen, also sowohl Midna als auch mir. Dass sie Midna helfen kann, hat sie aber gar nicht mal gesagt, der Lichtgeist, eigentlich nur, dass er uns helfen kann. Aber die Hoffnung stirbt, wie gesagt, zuletzt, denn auch Midna, die Hilfe, glaube ich, noch ein bisschen dringender als wir. Guck mal, hier ist ja schon alles zurechtgerückt. So, und da sind wir auch wieder. Und wie damals kriegen wir jetzt auch hier mit Flugviechern zu tun. Allerdings ein wenig anders als vorher, denn diesmal sind es natürlich Wesen des Lichtes, die jetzt angreifen. Oder Wesen der Lichtwelt. Nenne ich das jetzt mal, also unsere eigene Welt. Zack. Sieht es auch ein bisschen anders aus. Oh. Upsala. Das war ein bisschen daneben gesprungen. Oh, ups. Ja, man kennt das ja. Ich bringe ja gerne mal daneben. Ich will jetzt nur, dass die Vögel dann wieder zurückkommen. Das ist auch ein wenig nervig. Ich glaube, der Vogel ist weg. Der kommt nicht mehr wieder. Ja. Wir müssen immer noch auf die andere Seite. Wow. Link, what are you doing? Und wir sehen schon, wenn der Wind weht, können wir über die Brücke latschen. Wow, gib Gas. Und hier auf. Daneben springen. Ha. Disziplin! Disziplin! Die einfachste Übung von Welt! Daneben springen! Ja, leider können wir keinen Fangstoß hier machen. Das ist ein bisschen schade. Das würde uns das Leben ein wenig einfacher machen, aber naja. Einfach kann ja jeder, nicht wahr? So! Her das Herz. So, jetzt machen wir da mal ordentlich hier. So, oh, hier gibt es immer Geld. Also wenigstens können wir hier ein bisschen Geld fahren, wenn wir das bräuchten. Ein paar Rubine. So. Da vorne ist wieder ein Vogel, aber dieses Mal können wir uns ruhig dem stellen. Man kann ja nicht immer so feige sein, nicht wahr? Boah, da sollten wir uns den Vogel doch nicht stellen. Der macht mich gerade fertig hier. Zelda, wir kommen. Wir brauchen deine Hilfe. Ach, wir sind fast da. Wir haben übrigens genug Geld zum Spenden. Zelda, wir brauchen deine Hilfe. Oh. Zelda, bist du da? Oh nein. Bitte euch, verratet uns, wir will den Flug brechen, der auf Link liegt. Er ist der Einzige, der eure Welt noch retten kann. Prinzessin, ich bitte euch, ihr müsst Link von deinem Fluch erlösen. Das Zweifelste der Weisheit. Was ihn bindet, ist eine böse Kraft. Es ist nicht die Magie der Schattenwelt. So wie es auf der Erde Licht gibt, das die Dunkelheit verdrängt, so existiert auch eine Kraft, die das Böse vertreiben kann. Geht in den heiligen Hain, tief, in jenen Wald, der vom Lichtgeist Ferode geschützt wird. Dort findet ihr das Masterschwert, das die Weisen in alter Zeit geschmiedet haben. Dieses Schwert wird das Böse bannen.
Das Masterschwert ist eine heilige Waffe. Menschen mit unreinem Herzen werden es niemals berühren können. Du aber wirst mit diesem Schwert den Fluch brechen können, der auf dir lastet. Link, von den Göttinnen Hyrules auserwählter Held. Wie du bin auch ich von unserer Göttin mit einer seltenen Kraft gesegnet worden. Ist das nicht wunderbar, Link? Von hier aus findest du den Weg auch ohne mich. Die Prinzessin, gewährt mir einen letzten Wunsch. Verrate diesem Jungen, wo der Schattenspiegel ist. Wisst ihr, Midna, ich glaube, ich weiß jetzt, welche Art von Wesen ihr seid. So viele Schmerzen habt ihr auf euch genommen, um uns zu helfen. Dabei büßt ihr doch für die Schuld, die wir selbst auf uns geladen haben. Ich bitte euch, Midna, nehmt dieses Geschenk an. Wenn ihr das tut, Link, haltet sie auf. Zelda, was passiert hier? Wir müssen zurück, Link. Zurück in den Wald von Firone. Die Prinzessin Zelda, ihr habt mir eure Kraft und alles, was damit verbunden ist. Zelda hat sich geopfert. Für Midna. Schloss Hyrule ist also jetzt verschlossen, versiegelt für alle Ewigkeiten. Oder zumindest bis wir irgendwas machen. So, bevor wir loslegen, erstmal gerade kurz gucken auf der Karte, wo wir sind. Okay, was sind denn diese Zeitschlösser hier eigentlich? Sind das die Geister? Sind das echt die Geister? Kann das sein? Das kriegen wir ganz leicht rausgefunden, wenn wir hier mal schauen. Von 8. Das könnten echt die Geister sein, ne? Ja, was heißt dieses? Das heißt dieses Zeitschloss da, diese Uhr. Was ist das? Das wirklich die Geister sein? Ich weiß auch, dass auf dieser Plattform hier einer ist und nicht hier. Naja, egal. Wie gesagt, wir sollen sowieso erstmal in den Wald gehen. Wo war denn der Tölchen? Teile einblenden, dankeschön. Ich würde sagen, hier war die Höhle. Wir teleportieren uns einfach mal zur Höhle, denn hier können wir direkt mal einen von diesen Geistern auf unserem Weg zum Wald von Firone mitnehmen.
Und das ist doch prima. Wenn wir direkt hier was abhaken können, ist immer schön. Hier lang. So, einmal hier rein, bitte. Denn hier war einer von diesen Geistern. Ach, verdammt. Ja, ich hab ganz vergessen, wir können gar nicht hier lang. Da ist ein Netz, ein Spinnennetz, das uns gerade ein wenig blockiert. Ups. Aber wir sehen schon, wir können jetzt wunderbare, wundersame Weise sehr schön teleportieren. Weswegen wir uns eigentlich direkt in den Wald von Firode teleportieren können. Ist das nicht praktisch? Das ist sehr praktisch. Sehr, sehr, sehr praktisch. So. Einmal hier hin teleportieren. Und ab geht die wilde Post. So. Ja, ich kann den Weg natürlich holen. Und da wir jetzt Winter haben, kann sie uns auch helfen. Und das sind doch die Affen wieder. Auch die wollen uns helfen. Oh, so putzige kleine liebe Äffchen. Oh oh. Wer seid ihr denn? Hier. Alles gut, kleiner Affe. Hast du mich gerettet? Vielen Dank. Jetzt ist der Spruch, da habe ich einen wunderschönen Wald entdeckt. Aber als ich versuchte, darin das Wald zu gelangen, griff mich plötzlich diese Geier von eben an. Was mag eine Wand nur sein? Wir finden es natürlich raus. So, mit einer kann man uns jetzt helfen. Wenn man diesen Abgrund überwindet, gibt es noch einen anderen Wald? Wie wär's, Link? Sollen wir uns mal ansehen? Doch hier rüber auf die andere Seite. Oh Gott, das geht aber tief runter hier. Also einen weiteren Wald. Wa? Very well. Huh? Achso, wir sind. Wir sind natürlich wieder ganz am Anfang. Wie soll es auch anders sein? Zack. Spring herum. So, jetzt mach mal ein ganz bisschen geschickter. Wind. Bist du da? Okay. Das sieht gefährlich aus mit diesen Ramböcken da. Dreh dich, Wind. Dreh dich. Schnell rüber. Oh. Das heißt, wir wissen jetzt schon, wo zwei Techniken sind. Eines hier. Und jetzt hier rüber. Lernen wir eine weitere okkulte Kunst kennen, würde ich sagen. Okay. Müssen wir mal gerade kurz den Anfang haben? Mal kurz zurück. Ist das schön, wenn man zurückgeht? Ah, okay. Wir waren fast schon richtig. Nur der letzte fehlte noch. Die letzte Note. Ja, wenn man halt zurückgeht, sieht man nochmal den Originalton. Dann sieht man, wie gut hat man jetzt darauf gepasst. Man kann es halt einfach weitermachen. Lerne mir deine okkulte Kunst. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen.
Machen wir, Chef. Ah, es ist hier draußen. Man sieht zwar jetzt so aus, als wäre das hier im Wasser, aber es ist unterhalb von Stadt Hyrule. Aber da wir eh erstmal Mensch sein müssen, kann das ruhig noch ein wenig warten. Heiliger Hain. Ja, wir haben einen weiteren Heulschrein. Und was mit dem auf sich hat, liebe Freunde, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wenn wir uns den heiligen Schrein anschauen und versuchen, das heilige Masterschwert irgendwie an uns zu binden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Mascha. Ciao, ciao.